So ist das scharf. Okay. Ist bloß nicht mehr anfassen. Bloß nicht mehr. Erst ist das Original. Das war fake. Hä? So, ich bin blind. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Ah! Als ob. Ich hab alles in der Mund. I'm ready. Oh, moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich die liebe Pauli dabei. Ja. Ja. Und wir haben uns, ja, wir machen heute dieses Video und zwar ist das billig versus teuer. Ein bisschen was eingekauft. Ja, ein bisschen. Ja, das sind einfach die Originalprodukte, wie zum Beispiel Duplo oder Kinderriegel oder sowas. Und dann halt diese Dupes dazu von Aldi oder Lidl, also hab einfach die Variante. Genau. Und ja, wir probieren das blind. Oh nein. Stimmt, wir brauchen noch einen Schal oder sowas, wo wir uns so umbinden. Ja, ich habe eine Augenmaske, aber die ist genau da, wo die Kamera steht. Super. Also wir haben hier unsere Schlafmaske, damit wir das Bild verkosten können und gucken, ob man jetzt rausschmeckt, den Unterschied, ob das jetzt original oder fake ist. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ne? Also als erstes haben wir diesen Monte Fake, einmal original Monte und einmal Monte. Ja, jeder kennt. Monte das kenne ich gar nicht. Monte Ravy oder so. Schoko Haselnuss. Gewicht ist schon mal gleich. Ja. Ja. Und Preis, muss ich mal gerade kurz gucken. Also, dieses Monte Maxi kostet 1,99 € und dieses Monte Ravy oder was das ist, ja. 85 Cent. Das ist eine teure Variante. Genau. Das ist schon mal ein richtiger Unterschied. Also, das ist schon mal 1 Euro ein bisschen mehr. Ja, das ist schon relativ. Also, mal gucken. Mal gucken, ob man den Unterschied schmeckt. Also, möchtest du starten? Ja, kann ich machen. Dann zieh dir mal die Brille auf. Und ich treffe den Löffel. Nö, ich kann nicht füttern. Okay. Hast du den Löffel? Ach. Mensch, konnte ich. Achso, ich wollte gerade sagen, hast du den Blick gegriffen? Nee. Hab ich nicht. So. Oh, ich hoffe, die rutscht nicht. Ich muss ein bisschen runterziehen. So, so also. Festen auf der Säge. So, also als erstes mache ich das hier. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen umrühren, dass du auch alles kriegst hier. Ja. Nicht nur das Weiße, sondern das Braune. Weiße Schokolade ist das, glaube ich. Weiß. Ja. So, dann. Einmal Mund auf. Ah. Ja. Ja. Soll ich erst sagen oder hinterher? Ich glaube, hinterher ist besser. Ja, ich wollte sagen, wenn man Vergleich so, hat. Jetzt nehme ich da das hier. Muss ich auch wieder umrühren. Also, das ist hier schon mal dickflüssiger, das kann ich so viel sagen. Komisch. Da, Kannst du ja ruhig abziehen. Was glaubst du, was ist das erste? Also ich glaube, das zweite ist das billigere. Das zweite war toll. Echt? Ja. Das hatte voll den komischen Eingeschmack auf einmal irgendwie. Ich weiß nicht warum. Krass, krass heftig. Also ich finde, also so vom Geschmack her finde ich, dass beide relativ sich ähnlich sehen, aber. Krass. Schon krass. Also irgendwie hat das andere ein bisschen so einen Eingeschmack gehabt. Soll ich dann auch mal gucken, ob ich das da hinten. Ich wollte gerade sagen, ja. Stimmt. So. Welches nehme ich? Nein, ich bin das angefangen. Das alles muss hier Corona-konform sein. Hallo. Ja, Mundschutz, ne? Ja, hier Mundschutz. So, zuerst das hier. So, machen wir das Ding mal auf. Okay. Ah. Und. Ja, schmeckt, ne? Ja, schmeckt wie Monte oder so. Ja. Pudding. So, großer Löffel. Ah! Sagen das jetzt gerade eben, also das zweite ist Monte? Ja. Ja, das ist so wie das Originale. Weil diese weiße Schokolade oder diese Milch, ja, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Das ist so, aber ich habe ehrlich gesagt auch Monte schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Das ist schon. Aber ich fand, bei dem billigen kam mehr die Haselnuss ja, raus. Ja, fand ich auch. Da war irgendwie also mehr, hat man mehr Haselnuss. Ich habe mich eigentlich gerührt. Keine Ahnung. Das kann sein, Mensch. Also ja, würdest du sagen, das lohnt sich, den Fake zu... Ich denke mal so...
macht keinen Unterschied eigentlich. Also, ja, ne? Also man merkt schon, dass es anders ist. Ja, genau. Ist halt ein bisschen dickflüssiger und hat halt, merkt schon irgendwie die Qualität, aber... Du rutschst aus dem Bild raus. Auf jeden Fall. Mensch. Wir haben jetzt einmal hier Milchschnitte, einmal das Original und ein Fake. Da kann ich auch mal kurz nachgucken, was genau, Preis was und... Der Wann liegt denn der Preis eigentlich? Sind das so 2,50 Euro oder so? Also Milchschnitte Original kostet 2,29 Euro. Oh, gut geschätzt. Und das Original, nicht Original, das Fake. Fake? 95 Cent nur. Also das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein bisschen krasser, der Das ist echt krass. Okay. Mal gucken, ob die Qualität das auch sagt. Willst du ja? Ja, ich fange an. Gut. Aber das Fake ist manchmal größer als das Original. Nee, ich glaube sogar das Original 10 Stück 28 und bei dem anderen sind 6 Stück und 28. Oh, ja. Also beim Vegan ist ein bisschen weniger drin. Mhm. Okay, ich glaube vom Tasten her fühlt sich nicht krass den Unterschied, deswegen breche ich einfach mal ein Stück ab. Ich einfach ab dann und gib's dir in die Hand. Verschwenden. Oh, das ist sogar gut. Oh. Getaut. Getaut, aufgetaut. So, ich mache die Hand aus. Schon, du kriegst ein großes Stück. Oh je. Achso, ich habe jetzt als erstes das hier genommen. Schmeckt gut. Ich habe immer mit der Verpackung zu kämpfen. Geh doch auf. So, und dann kriegst du einmal. Das ist jetzt Gieß. Was sagst du? Ich würde sagen, das erste ist das Original. Das war das Fake. Hä? Als ob? Oh, guck mal, der Fake ist sogar geteilt. Also, das, ja, das ist schon. Aber als ob das einfach Fake war. Ja, das ist der Fake. Als ob? Ja. Guck, vielleicht erkenne ich es ja. Nein. Ich glaube, das ist echt schwierig. Nicht das? Erkennt man, glaube ich, keinen Unterschied. Ja. Und? Schmeckt's? Schmeckt sehr nach Milchschnitte. Ja. Das andere? Mein Original gleich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dann dachte ich mir so, ja gut, das erste hat ein bisschen kräftigeren Geschmack gehabt. So. Also das hier hat irgendwie mehr, wie kann ich sagen? Mehr Sahne? Keine Ahnung. Ja, also ein bisschen dickflüssiger, sag ich mal. Mehr Sahne. Und hier ist es ein bisschen dünner, aber man schmeckt mehr diese Schokobrot. Ja, genau, dieses irgendwas. Schokobrot. Als nächstes haben wir hier Kinderpingui, also einmal das Original und so sieht der Fake aus. Und da war, glaube ich, auch ein relativ großer. Guck mal, hier sind auch wieder 8 Stück drin, also beim Original. Und beim Fake sind auch wieder 6 Stück drin. Mhm. Also gar nicht so krasser Unterschied, ja. Aber man kann hier bei diesen 100 Gramm gucken. Ja. Also Kinderpingui kostet jetzt die Packung 2,29 Euro und 100 Gramm 95 Cent. Also so wie die Milchschnitte auch. Genau, und das kostet halt auch wieder 95 Cent. Und da kann man dann jetzt gucken, 100 Gramm kosten davon 53 Cent. Okay. Also es ist schon ein Unterschied. Und bei dem 100 Gramm sind dann 95. Ah, okay. Das ja, aber das ist schon, Ein Unterschied. Das ist auch ein bisschen Unterschied. Ey, ich habe das auch schon ewig süß. Nicht mehr gegessen. Das ist das Problem. Oh, ich liebe Kinderpingui. Ich esse das durchgehend. So geil. Ich esse das durchgehend dann einfach. So. Das erste ist... By the way, das schmeckt wie Kinderpingui. Es bricht auseinander. So, und das ist jetzt das zweite. Das ist jetzt das hier. Schmeckst du einen Unterschied? Ich muss sagen, das erste ist cremiger. Also würdest du sagen, das erste ist original. Ja, richtig. Ja, da habe ich den Unterschied gemerkt. Echt? Okay, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Hier mal das zuerst. So. Yum. Knapp. Ja. So, und jetzt das zweite. Das hier. Okay. Boah, das ist schwierig. Also ich habe sofort gemerkt bei der Schokolade, ja. Also die Schokolade bei dem anderen ist viel kräftiger und härter als bei dem anderen. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist der Fake. Ja. Ja, das ist auch nicht. Und guck mal, wenn du einfach die Augen abnimmst und das einfach anguckst, dann siehst du, dass dieser Rand einfach dicker ist, ne? Und man hat auch keinen Mittelstreifen, genau, wie jetzt beim normalen. Genau. Also, ja, und hier ist es auch viel uneben. Ja, und so. Schmeckt beides ganz gut. Also ich finde, es ist eine ganz gute Alternative eigentlich. Also es schmeckt relativ gleich, finde ich, trotzdem noch.
Nur halt, dass bei dem anderen mehr Boden oder was genau, auch immer. Genau, mehr Boden, Schokoboden ist. Mehr Schoko. Die ganze so viel Schoko hier. Jetzt müssen wir aber was anderes her. Chipsies, geil. Wir haben Chipsies. Und zwar einmal Pringles, die Sour Cream and Onion, normalen und Stapelchips nennen die sich. Geil. Und da kann ich auch mal gucken. Da war, glaube ich, auch ein, ja, gar nicht so krasser Unterschied, aber schon. Aber also die Stapelchips kosten 1,19 Euro und Pringles sind genau 1,10 Euro teurer, 2,29 Euro. Hm. Also ich glaube vom Gewicht her nehmen die sich ein bisschen was. Ja, aber gerade sagen. Hier ist 175 halt 200 Gramm. 200. Aber man weiß ja auch nicht wegen Luft. Also von der Verpackung muss ich sagen, ist das ja schon ein bisschen umweltbewusst. Ja, ne? Und also Plastik. Guck mal, hier ist dieser... Wir machen hier dieser Plastikdeckel und hier hast du halt Kunststoff. Also ich glaube, man riecht einfach schon den Unterschied. Ja, was kann ich sagen? Kann ich eine Duschprobe machen? Also auf jeden Fall muss ich sagen, wenn man das hier so anguckt, bei dem einen ist mehr Luft als bei dem anderen. Und sonst so vom Unterschied her, also ich gebe jetzt einfach mal hier ein Chip. Spende für Arme. Das ist jetzt die hier. Dazu muss ich sagen, ich glaube, ich habe die so selten gegessen. Echt? Ich schmecke gleich den Unterschied gar nicht. Ich liebe die. Ich esse nur die Chips. Also die Pringles halt. So, dann kommt jetzt der nächste. Das ist der hier. Schmeckt der Unterschied? Ja, schon, aber... Kannst nicht sagen, ob es original oder fake ist, ne? Also ich glaube, ich könnte es relativ gut sagen. Ja. Wenn ich das so... Ich würde sagen, vielleicht das... Zweite ist Fake und das erste Original, ja. Hab ich jetzt gesagt. Echt? Ja, richtig krass. Und von der Größe sind die eigentlich relativ gleich. Ja, aber du siehst beim Fake ist viel, viel mehr Luft. Ja, aber ich wollte sagen, das wundert mich eigentlich, weil Pringles ist ja meistens so eine teure und da Marke. Da kauft man fast gar keine Luft. Ja, also. Eben. So, dann nehme ich da mal das erste, das ist das hier. Mal gucken. Ich finde, wenn man nicht richtig schmeckt, dann merkt man auch keinen Unterschied eigentlich. Ich kann ja jetzt schon sagen, dass das der Fake ist. Ja. Merkt man schon krass. Weil, kannst du mir ja gerne mal einen Pringle geben? Yes. Also ich finde, wenn man die öfters isst, dann merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Ja, man merkt also krass. Ich hab's jetzt also echt selten gegessen. Also der, das Original hat viel intensiveren Geschmack. Ja, ja. Und ist auch ein bisschen weicher, finde ich. Also das ist sehr hart. Also ein bisschen mehr Würzung drauf, ne? Ja, aber man schmeckt irgendwie. Die Würze irgendwie gar nicht. Nee, finde ich auch. Also irgendwie... Da finde ich den besser. Also beim zweiten Geschmack irgendwie habe ich schon gedacht, okay, das erste ist bestimmt Fake oder halt das Original, was ich halt hatte. Ja, also da finde ich schon krass den Unterschied. Vor allem schon von der Verpackung, wie viel Salz da einfach drin ist. Ja, stimmt. Also hier ist ja... Oh mein Gott, wie viel Salz. Kann man das erkennen vielleicht? Also hier jetzt nicht, aber hier ist halt auch schon was, aber da ist halt irgendwie extrem. Ich finde, dann hier lohnt sich das nicht, den Fake zu kaufen. Ja, finde ich auch. Also man hat weniger drin. Ja, eben. Und man kann sich ja das Originale halt gönnen, finde ich. Ich meine, das ist besser für meine Eltern, weil die hassen den Gestank davon. Ja gut, das stimmt, aber... Auch noch was zum Nachspülen, ne? Und zwar habe ich hier Cola, einmal River Cola. Also von, die Lidl-Variante wahrscheinlich. Aldi. Oder Aldi. Und einmal die normale. Genau. Das in der Zero-Variante. Genau, Zero. Gemerkt. Die sind hier ganz toll. Ja, kalorienarm. Also das billige kostet 29 Cent. Oh, das ist ganz plus Pfand. Ja, okay. Und dann hier die Cola kostet 59 Cent plus Pfand. Also ja, okay. Nimmt sich jetzt nicht so krass viel. Das stimmt. Mach einfach auf. Das Knackgeräusch muss natürlich auch erstmal testen. Natürlich. Und schönes Ding. Wow. Komplett gleich. Sogar das Design haben die fast komplett übernommen. Das also ist halt nur der Name. Ja, ich gebe dir als erstes den hier. So, da ist die Öffnung, glaube ich. Genau. Und dann kriegst du jetzt das hier. Da. Warte. Oh, das ist schwierig. Merkt man kaum Unterschied, oder? Oh, eigentlich nicht. Ich hätte gesagt, das zweite ist Cola Zero und das erste ist das Fake. Alles aber. Als ob. Aber ich finde, da merkt man, allein schon wegen der Kohlensäure, man merkt das gar nicht richtig. Also beides fast gleich. Ne? Also ich finde, das ist fast gleich eigentlich. Na. Obwohl Cola immer ja eigentlich schon, also es ist Zero. Da weiß ich jetzt halt nicht so, wie das jetzt schmeckt. Also ich trinke halt nur Cola Zero. Als ja gleich, deswegen.
So, dann nehmen wir mal das hier. Übrigens, das andere ist sogar vegan. Ja, stimmt, das hat auch was. Das andere ist, glaube ich, nicht vegan. Cola, nee. Cola ist, glaube ich, nicht vegan. Mhm. Mal gucken, ob du Okay. Okay. Jetzt das nächste. Warte mal, ich gebe es dir mal wieder. Ja, wollte gerade sagen. Weil auf dem Teppich ist das ein bisschen. Nicht, dass es auch Problem. Problem. Ich würde sagen, das ist original. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwie der Cola-Geschmack ist ein bisschen. Ja, so, aber es ist mini bisschen intensiver. Aber man schmeckt sonst. Also da war halt ein bisschen mehr Wasser. Also man hat so viel Wasser rausgeschmeckt. Ja. Also, aber sonst geht eigentlich. Ich muss sagen, es ist fast identisch eigentlich. Okay, Cola ist ja immer was anderes, aber von der Kohlensäure muss ich sagen, schmeckt das eigentlich relativ. Also es ist recht gleich. Und ich meine, gut, der Preis ist jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied. Also man könnte auch den Fake kaufen. Ja. Das ist die perfekte Alternative auf jeden Fall dafür. Und vegan. Kinderstimme, ich sehe schon. Kinderriegel. Also aber Kinderriegel und Milch- und Schokoladenriegel. Okay. Also in beiden packen sind auf jeden Fall 10 Riegel drin. Obwohl, nein, das ist gar kein so großer Unterschied. Nicht? Kinderriegel kostet 1,99 und diese anderen Riegel, die kosten 1,59. Hm. Also es geht voll. Kann man. Also von der Menge ist halt auch gleich. Mhm. Von der Verpackung, weil die so da dran hält. Ja. Man kann ja gucken, ob die Riegel auch unterschiedlich aussehen. Kannst oder ob das jetzt nur die Verpackung ist. Das kennt ja halt jeder. Natürlich. Das halt aussieht. Und das ist ja, okay, da sieht man allein schon von der Verpackung den Unterschied. Aber es ist schon krass nachgemacht, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, es ist schon. Zweifel deines Amtes. Ich glaube, man merkt schon an der Form, dass es so ein bisschen Differenzen dazwischen gibt. Differences. Obwohl. Man kann schon auf jeden Fall, glaube ich, einen Unterschied bemerken. Das waren jetzt die. Boah, ich kann jetzt schon sagen, das ist fake. Echt? Mhm. Schmeckt mir das so krass? Ja. Aber richtig. So, dann probieren wir das zweite. Das sind dann jetzt die hier. Mhm. Ja? Definitiv. Das schmeckt ganz so krass. Mhm. Heftig. Ja, du hast recht, das ist das erste Mal fake. Heftig. Ey, das ist so krass. Erstes, das hier. Hau rein. Ja, ich weiß, was du meinst. Es schmeckt total nach Billigschokolade. Ja, man merkt es, ne? Mhm. Das ist richtig diese aus dem Adventskalender, die Schokolade, die man halt so kennt, ne? Stimmt. Ich finde, bei Kinderriegel ist das extrem, dieser Unterschied. Ich meine, bei Kinderpinguin war es nicht so, bei Milchschnitte auch nicht so extrem. Aber den Schokoriegeln, das ist so extrem, dieser Unterschied. Boah. Da merkt man sofort eindeutig. Das ist so eine richtige Billig-Variante. Ja, so eine richtige Billig-Schokolade. Aber trotzdem dann auch sehr teuer für. Ja, finde ich auch. Vor allem der Unterschied, das waren vielleicht 30 Cent oder so. Ja. Die man da irgendwie mehr oder weniger bezahlt hat. Ja, also das finde ich total unnötig. Ja, das schmeckt also ganz ehrlich, für den Preisunterschied, dann gönne ich mir lieber die originalen Kinderriegel mit der gleichen Menge und... Ja, vor allem jetzt auch die gleiche Menge. Also, ne, das war... Sorry, das war ein kompletter Reinfall. Ja, Hanuta-Riegel. Einmal halt die Original und das nennt sich einfach Milch- und Haselnussriegel. Okay. Von Sunday. Sunday. Da habe ich aber auch nicht so ein krasser Unterschied. Also die kosten 1,49 Euro und die kosten 1,99 Euro. 50 Cent, also. Ja, 59 Cent. Ja. Ist dann auch das gleiche drin. 5 und 5. Ja gut, ja, da ist ein bisschen weniger. Fünf Riegel drin, ja gut. Ja, der hat 400 Gramm, oder? Da sind 40 und da sind 34. Also ein bisschen weniger. Okay. Okay. Wir wollen ja mal nicht so pingelig sein. Genau. So. Der Geschmack macht, ja. Ich hab sie abgebrochen. So. Oh, da krümelt er schon. Passiert. Ach Gott. Das ist schwierig abzubrechen. Vom Abbrechen her. Ja. Sehen sich nicht komplett gleich vom Abbrechen her. Boah, das zweite ist definitiv das Original. Echt? Hast recht. Also ich finde, das schmeckt wie dieser Knoppersriegel, den man vielleicht kennt. Ja, vor allem, guck mal, wenn man das so sieht, guck mal, es sieht aus wie so, weiß ich nicht was, auf jeden Fall nicht wie Hanuta-Riegel. Nee. Das ist einfach Unterschied her, so, ne?
Ja. Ich finde, das schmeckt auf jeden Fall wie Klopperzwiebel. So, ich bin blind. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Ah! So. Ne? Das ist einfach das Original, Dr. Fake. So. Bin mal gespannt, ob du das sofort ergänzt. Das ist ein Fake. Ja. Das schmeckt also mir auch schmeckt wieder wegen der Schokolade. Original nochmal. Also ich meine, schmeckt so krass den Unterschied einfach. Ich hab alles im Mund. Ganz oder gar nicht. Gönn dir. Ja, keine halben Sachen hier. Nee. Oh ja. Das ist auch viel knackiger. Also das cruncht schön. Vor allem das andere ist einfach irgendwie so eine komische Masse. Man kann auch gleich erkennen, dass da mehr Milch ist, ne? Ja. Schon mehr. Ups. Egal. Aber deswegen, also 50 Cent Unterschied ist... Also dann würde ich mir auf jeden Fall... Dann würde ich mir, glaube ich, auch Hanuta lieber kaufen. Der hat mal wieder das Original gewonnen. Ja. Weil das ist 1:1 wie diese Knoppersriegel, die man halt kennt irgendwie. Ja, aber nur weil das mit so Fake-Schokolade. Von der Konsistenz halt auch dann schon. Und von dem Ding sieht das halt so aus. Ja, aber halt so mit so Fake-Schokolade mag ich nicht. Ja. Da wir schon Kinderriegel hatten, jetzt haben wir Kinder Duplo. Oh! Einmal Duplo und einmal Knusper-Riegel. Da brauchte ich erstmal ein bisschen, um das zu finden, weil irgendwie die Marke sich auf einmal umbenannt hat. Ja, okay. Ich so, okay, danke schön. Also das kostet 1,39 € und Duplo kostet normalerweise 2,59 €. Okay, da sieht man schon auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist auf jeden Fall schon ein relativer Preisunterschied von 1 Euro. Also hier sind 10 Riegel drin, da auch, ne? Hier sind, glaube ich, auch 10 Riegel drin, oder? Ja, habe ich gerade gesehen, da oben. Ach, da, eine Ecke. Gott, noch kleiner. 180 Gramm. Ja. Die sehen, glaube ich, auch relativ gleich aus. Außer, dass man die, glaube ich, besser trennen kann. Weil das so eine... Kann man die denn auch? Ey, eine Verpackung hinten aufzumachen, wer denkt sich sowas aus? Ah, guck mal. Recht von der Größe. Also recht gleich. Muss man sagen, ist schon recht identisch. Also man merkt, dass das dicker ist und ein bisschen kleiner und das länglicher. Aber sonst. Aber ansonsten. Relativ gleich, finde ich, ja. Dann gebe ich dir mal als erstes das hier. Das wäre jetzt das. Ich spare das zweite. Das ist dann dies hier. Ich würde sagen, das zweite ist das Fake. Ja. Ja. Ich muss gerade selber überlegen. Wie habe ich das nochmal gegeben? Wie war das jetzt nochmal? Okay. Aber ich finde das halt auch relativ gut, das kann man gut trennen. Also, ich meine, gut, Duplo ging jetzt auch recht leicht. Okay. So. Let's go again. I'm ready. Du, du, du. Oh. I'm ready. Da habe ich merke jetzt schon. Das zweite? Mhm. Ja. Also, das erste ist halt fake. Also erstmal fake, ne? Ja. Ja, das schmeckt man schon, also man hat schon raus. Hinterher geschmeckt irgendwie, weil ich glaube, hier sind ja auch nicht so viele crunchy Riegel drin, oder? Obwohl es geht eigentlich. Obwohl. Also Anschnitt ist. Ach, von der Größe muss man sagen, ist Duplo größer ein bisschen, ne? So. Ich finde der Schokolade nicht ganz so. Aber halt bei fake. Bei dem Fake hier schmeckt man halt so richtig intensiv die Schokolade. Ja. Und das bildet sich halt so zu einem Klumpen im Mund und Prinzenrolle. Cool. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein krasser Fan von Prinzenrolle. Ja, ich muss auch sagen, also feiere ich jetzt nicht so. Meine Eltern feiern die mega. Das Ding ist. Bin ich echt gespannt. Ich habe die halt schon seit Jahren nicht mehr gegessen. Guck mal, das sind halt einfach. Das ist halt fast komplett. Gleich, also so aufgebaut, ja, wenn man das halt so erkennen kann. Hier sind da oder so 400 Gramm und hier sind 500 Gramm drin. Boah. Und der Fake kostet 99 Cent und das Original 2,51 €. Okay. Also das ist schon hammerhart, weil guck mal, da ist weniger drin. Eben. Also ja, mal gucken. Bin ich aber gespannt, ob man da sofort was erkennt. Also ich kann mal, also dazu, okay, Verpackung, die haben sie glaube ich neu gemacht. Ne? Ja, das haben sie länger. Ich das ist eigentlich gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist halt voll geil. Dann kannst du halt wieder verschließen, aber. Dass man das halt so unten aufmachen kann. Also ich muss ja schon sagen, guck mal. Ja gut, auch vom Äußeren. Und auch sogar von der Größe. Das ist so ein bisschen bräunlicher, das linke. Ja, das ist so ein bisschen bräunlicher. Das ist ja auch der Fake. Genau. Und sonst eigentlich sehen komplett gleich aus. Kekse halt. Mit Schokolade. Genau.
So, oh Gott, das krümelt. Oh Gott, du musst saugen. Ja, saug ich halt. So, das ist jetzt das. So, bitteschön. Alles so zusammengeworfen, den Keks. Upsi. Also, das war jetzt der hier. So, was sagst du? Und sagen wir zweites Fake. Ja. Ja, wir überlegen. Wieder überlegen. Ja. Ich finde von der Schokolade ist da so ein dezenter Unterschied auf jeden Fall. Aber auch nicht so krass, ne, oder? Mhm. Also auf jeden Fall, der Fake war weicher zu brechen als jetzt das Original. Ja, ich finde von dem Keksteig her. Also man hat schon was gemerkt, also auf jeden Fall vom Geschmack her. Original. Das war das Fake. Jetzt gibst du mir auch den Fake. Nein. Ist doch egal. Hm? Das ist der Fake. Schmeckt schon krass nach Prinzenrolle. Also ich kenne das ja schon. Ne? Boah. Das ist schwierig, ne? Ihr sagt jetzt, das ist voll einfach. Und das erste ist Prinzenrolle. Aber es ist echt schwierig zu entscheiden. Also ich kenne das ja schon. Ne? Was denkst du, was jetzt Fake und was das Original ist? Mhm. Jetzt so mit dem Nachgeschmack würde ich sagen, das zweite ist Fake. Weil, weiß ich nicht, oder? Das erste war das Fake. Was? Ja! Das erste war das Fake und das zweite ist Originale. Hä, das Original, also das zweite... Ich finde, man merkt eigentlich keinen Unterschied, außer dass es so ein bisschen... Aber der Nachgeschmack davon ist so eklig. Ja, ist auch so, ich hab so gedacht. Vom Original ist der Geschmack so eklig. Ja. Hä? Irgendwie anders. Boah, also... Ich weiß schon, warum ich keine Prinzenrolle mag. Ja, ich mag generell nicht so gerne Butterkeks. Oh, nee, es ist so... Ah, es ist heftig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gleich schmeckt. Also dann würde ich sagen, wenn man das mag, dann lohnt sich das. Lohnt sich das schon, aber... Vor allem, weil der da mehr drin ist. Stimmt, ja. Also... Schmeckt komplett. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht das irgendwie verändert hat vom Geschmack, aber ich hab's irgendwie anders in Erinnerung. Das letzte. Oh. Und zwar Mega-Schokolade. Yeah. Besser gesagt, einfach Alpenmilch-Schokolade. Das ist jetzt einfach hier eine ganz normale von Aldi und Milka. Mit so süßen Botschaften. Finde ich voll niedlich. Da war, glaube ich, auch nicht so ein krasser Preisunterschied. Also der Fake kostet 49 Cent. Und Milka 1,19 Euro oder 1,09 Euro, kommt drauf an, wenn es im Angebot ist. Ja. Ich meine, gut, ja, ist schon Hälfte billiger. Ja, das stimmt. Und ich bin mal gespannt, ob man... Weil in Milka hat es irgendwie 100 Gramm drin, was halt so typisch auch 100 ist. Auch 100 Gramm, ja. Also komplett gleich. Ich meine, gut, Milka hat halt einfach so den Original Milka geschmeckt. Ja, Milka ist halt Milka. Egal, was du probierst, ich schmeck immer nach Milka. Ein Stück. Ich bin geizig. So, das war jetzt diese Schokolade hier. Und dann gebe ich dir mal die andere. Das ist jetzt die hier. Das zweite ist dann das Original. Oder? Nee, das zweite war der Fake. Das zweite war der Fake. Das erste war das Original. Als ob. Ey, das schmeckt so krass, gleich. Zuerst anhalten. Das hier. Ich glaube, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja. Ich würde sagen, also beim zweiten schmeckt man mehr das Nuss. Also, was heißt Nussiger? Ich sage halt Nussschokolade. Aber halt so. Weiß ich nicht, also es schmeckt ein bisschen intensiver im Nachgeschmack. Ich würde sagen, das ist das Original. Das zweite? Mhm. Das Fake. Was? Ja! Was? Ich wollte erst so sagen, so, ey, safe, also das erste ist sowas von Fake. So, sorry, Mann. Krass. Echt krass, also hätte ich nicht gedacht. Nee. Das ist aber so jetzt echt so im Nachgeschmack ist das intensiver. Ja. Also es kommt Milka echt krass nah. Ja. Also wenn man so einen richtigen Fake braucht, weil, wie gesagt, das kostet halt über die Hälfte mehr. Das heißt also, man kann dann schon den Fake kaufen. Ja, finde ich auch. Das ist nicht heftig. Ja, das kaufen. Das war's jetzt, die Tüte ist leer. Menschen. So, wir haben jetzt hier ein Riesenchaos. Ja. Können aber gleich ja noch ein bisschen was essen. Yay. Ja, genau.
Da freue ich mich schon drauf. Yeah. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Natürlich. Und ja, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr gerne öfter solche Videos sehen wollt, ich weiß ja nicht, mit irgendwas anderem noch, ja, gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendwie was noch sowas in der Art sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.